ein Riesenkompliment an unsere Fans, was sie halt wieder abgerissen haben auf der Tribüne. Das ist aller Ehren wert. Selbst wenn wir mal Phasen haben, in denen es nicht so gut läuft, pushen die uns immer wieder nach vorne, richten uns auf. Und es hilft uns dann dabei, solche Leistungen wie heute abzurufen. Ich kann es auch gar nicht so wirklich verarbeiten, sag ich mal. Ich bin gerade bis ziemlich fertig, aber überglücklich, dass wir den Derby-Sieg geholt haben. 4 Punkte aus 2 Spielen gegen Gelnhausen. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Der Start ins Spiel für uns lief schon sehr gut, würde ich sagen. Wir waren schnell mit 3, 4 Toren in Front. Da haben wir so ein bisschen Faden verloren, uns ein bisschen anstecken lassen, aufgehört, uns mit uns zu beschäftigen, sondern mit anderen Dingen, die uns abgelenkt haben. Da sind wir dann über den Verlauf des Spiels wieder dann zu uns zurückgekommen und über die stabilere Deckung, die wir in der ersten Halbzeit in dem Maße nicht so hatten, haben wir in der zweiten Halbzeit hinten raus das Spiel dann auf unsere Seite ziehen können. Ja, wir haben uns viel vorgenommen für die Partie heute. Wir wussten, es wird sehr schwierig hier in Gelnhausen, hitzige Stimmung, gute Mannschaft. Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan oder am Anfang ging es eigentlich noch, dann mit Laufe der ersten Halbzeit in der Abwehr, auch in der zweiten Halbzeit viele Kleinigkeiten, die halt dann zum Gegentor geführt haben. Aber wir haben vorne sehr gut gespielt, 36 Tore, haben das gemacht, was wir wollten, Ball laufen lassen, Tempo gegangen, im Großen und Ganzen, geiler Derby-Sieg, wieder mit einem blauen Block im Rücken, wie in Niederroden schon, die haben uns angeheizt, als es nochmal knapp wurde am Ende. Einfach geil.